Was haben eigentlich Klimakleber, die ÖVP und der Ölkonzern OMV gemeinsam? Richtig, sie alle sehen keine Zukunft für Fracking in Österreich. Aber was zum Teufel ist das eigentlich und warum wird trotzdem drüber diskutiert? Ich habe es für euch recherchiert und erkläre es jetzt ganz einfach. Los geht's! Was ist eigentlich Fracking? Also, dadurch können Erdgasquellen genutzt werden, die sonst nicht erschließbar wären. Dabei werden Chemikalien, Sand und Wasser so tief mit solchem Druck unter die Erde gepumpt, dass dadurch quasi Gas erschlossen werden kann. Dieses Verfahren ist sehr umstritten aufgrund der verwendeten Chemikalien. In den USA wird das bereits seit Jahrzehnten angewandt und ist dort auch stark unter der Debatte, weil es dazu zu Grundwasserversäuerungen kam. Vor etwa 10 Jahren wollte die OMV auch im Weinviertel mit dieser Art von Erdgasgewinnung beginnen. Dieses Projekt wurde allerdings dann ad acta gelegt aufgrund starken Widerstands aus der Bevölkerung. Rund 23% des österreichischen Gesamtenergieverbrauchs wird aus Erdgas gedeckt und bis zum Krieg in der Ukraine waren davon 80% aus Russland. Dadurch sind wir mehr als viele anderen europäischen Länder von russischem Gas abhängig und genau diese günstigen, sicheren Gasliefermengen stehen jetzt natürlich hinter einem großen Fragezeichen, dass das Gas einerseits wegen des Krieges teurer geworden ist und da es nicht mehr so sicher ist, dass dieses Gas wirklich jederzeit geliefert wird. Außerdem gibt es ja natürlich auch noch den Umweltaspekt von Erdgas, denn Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, ist ein starkes Treibhausgas und circa 25 Mal so wirksam wie CO2. Das heißt, trägt auch stark zum Klimawandel bei. Rund 11% des österreichischen Gasbedarfs decken wir aktuell selbst durch heimische Gasvorkommen. Das österreichische Gas wird einfach aktuell durch konventionelle Methoden gefördert. Das heißt, aktuell gibt es kein Fracking in Österreich. Die Industriellen Vereinigung fordert jetzt aber zum Beispiel, dass unbedingt eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird zum Fracking in Österreich. Gleichzeitig spricht sich die Klimaschutzministerin stark für ein Verbot dieser Technik in Österreich aus. Das Fracking wurde deshalb immer mehr zum Thema, weil die österreichischen Gasvorkommen, die jetzt konventionell abgebaut wurden, soweit immer mehr zur Neige gehen. Gleichzeitig werden aber in Oberösterreich, aber auch in Niederösterreich, vor allem im Weinviertel, Gasvorkommen vermutet, die man eben nur durch Fracking erschließen könnte. Die Vorkommen, die in Niederösterreich vermutet werden, könnten den österreichischen Gasbedarf für bis zu 30 Jahre decken. Das Problem liegt darin, dass der OMV-Konzernchef Alfred Stern sagt, selbst wenn wir heute beginnen würden, wirklich Investitionen zu tätigen fürs Fracking in Niederösterreich, diese Gasvorkommen wirklich erst in den 2030ern erschlossen werden könnten. Und nachdem Österreich bis 2040 ohnehin klimaneutral sein möchte und kein fossiles Gas mehr nutzen möchte, wären sozusagen riesige Investitionen und Bohrungen nötig in den nächsten 7, 8, 9 Jahren, um dann für maximal 10 Jahre das Gas abbauen zu können, bevor aus Klimaschutzgründen das sowieso nicht mehr möglich wäre. Das ist auch der Grund, warum die OMV aktuell die Pläne fürs Fracking verworfen hat. Aber wenn wir jetzt sagen, wir verwenden die in Niederösterreich liegenden Erdgasvorkommen nicht, was machen wir dann mit unserem Energie- und vor allem unserem Gasbedarf? Welche Alternativen gibt es? Als erstes, ganz klar, es gibt ja in Österreich ganz normale Gasvorkommen, die sozusagen mit konventionellen Methoden gefördert werden könnten. Und als nächstes, wo kriegen wir denn sonst noch Gas her? Unsere nächsten anderen Lieferanten wären zum Beispiel Norwegen oder Algerien. Aber nachdem ganz Europa sich in einer Gaskrise befindet, ist es sehr unrealistisch, dass Österreich seinen ganzen Gasbedarf einfach durch Verträge mit anderen Ländern decken kann, da aktuell ja alle Länder Gas brauchen. Und man muss halt auch dazu sagen, dass die weltweit größten Gasreserven einfach in Russland liegen. Und danach kommen China und die USA, die einfach geografisch so weit weg von Österreich sind, dass der Transport das Ganze wahnsinnig unrentabel macht. Aber glücklicherweise gibt es ja noch andere Alternativen. Und hier habe ich mich für euch durch den Energiebericht des Klimaschutzministeriums gewälzt und vor allem zwei große, sehr vielversprechende Energieträger herausgefunden. Das erste ist Biogas aus Österreich, denn nach entsprechender Gasaufbereitung und Gasreinigung kann solches Biogas ganz normal ins Gasnetz eingespeist werden wie Erdgas und verwendet werden wie Erdgas. Solches Biogas wird zum Beispiel aus Bioabfall, aber auch durch
Holzschnittreste wie Äste oder Laub hergestellt. Nachdem Biogas aus Rohstoffen hergestellt wird, die beim Wachsen CO2 binden und das dann zwar bei der Herstellung von Biogas wieder freisetzen, ist das klimaneutral, weil unterm Strich nur so viel CO2 freigesetzt wurde, wie vorher gebunden wurde. Und deshalb ist Biogas ein wesentlicher Bestandteil, nicht nur um Österreich versorgungssicher zu machen und unabhängig von Importen aus anderen Ländern, aber auch um zur Klimaneutralität hinzukommen. Aktuell gibt es aber leider für Biogas noch keine direkte Förderung des Staats. Das heißt, von vielen Seiten kommt die Forderung, dass der Staat anstelle von Fracking-Förderung in Niederösterreich lieber Biogasanlagen fördern sollte, die noch einen kleinen Vorteil haben, denn Biogasanlagen sind sehr dezentralisiert. Sehr häufig haben auch landwirtschaftliche Betriebe eigene Biogasanlagen und haben so ein zweites Standbein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Milchbauer eine Biogasanlage hat, diversifiziert er so auch sein Einkommen. Und es gibt einfach, es ist eine wahnsinnig kleinstrukturierte Form der Energiegewinnung, was natürlich auch sehr nachhaltig ist und sehr resilient. Und jetzt kommen wir zur Biomasse. Laut Richard Zweiler, dem Chef der Güsting Energy Technologies, könnten wir unseren Gesamtbedarf an Gas durch Biomasse ersetzen. Und er sagt, durch die Verwendung von 27 Millionen Festmetern Waldhackgut zum Beispiel, würde sich allein der Gasausstieg ermöglichen. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die Erbringung von diesen benötigten Festmetern Holz in Österreich kein Problem darstellt für die nächsten Jahre. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass natürlich über Jahrzehnte hinweg das Ziel ja sein soll, nicht so wahnsinnig viel Holz in die Herstellung von Energie zu verwenden, sondern Holz lieber für hochwertigere Zwecke als Werkstoff einzusetzen. Das heißt, kurzfristig kann Holz und Biomasse wahnsinnig nützlich sein zur Herstellung und zur Deckung unseres Gasbedarfs. Aber in einer langfristigen Strategie sollte sich auch dieser Anteil wieder reduzieren. Hier gibt es auch Prognosen, die sagen, dass langfristig bis zu 40 Terawattstunden Gas in Österreich aus Holz und Biomasse produziert werden könnten. Und das wäre schon fast 50% des aktuellen Gasbedarfs. Und wenn man das dann noch mit Reduktionen kombiniert, sind wir schon sehr nah dran. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Das Thema Gas- und Energieverbrauch allgemein reduzieren ist ja seit dem Ukraine-Krieg in aller Munde. Allein aus finanziellen Gründen. Hier gehört sich genau angeschaut, wo der österreichische Gasbedarf hinfließt. 31% unserer Gasmenge verwenden wir in Österreich aktuell zur Stromgewinnung, 35% in der Industrie und 18% in den Haushalten. Und hier gehört eben geschaut, was davon kann man durch Biogas ersetzen, was davon kann reduziert werden und was davon könnten wir zum Beispiel auch durch Wasserstoff ersetzen. Denn laut der österreichischen Energieagentur sollen bis 2030 ganze 4 Terawattstunden grüner Wasserstoff produziert werden. Und der ist vor allem sehr effizient, wenn er wirklich in der Industrie auch verwendet wird, wo diese extrem hohen Temperaturen, die Verbrennung von H2 liefern, wirklich benötigt werden. Ein großer Hoffnungsträger ist vor allem auch in Österreich Geothermie. Denn Professor Herbert Hofstädter und sein Team von der Montanuni Leoben haben eine Methode entwickelt, die eigentlich dazu gedacht war, sozusagen Biofracking zu betreiben. Das ist nämlich eine Methode, die das Fracking ganz normal betreiben würde, allerdings statt den wirklich gefährlichen Chemikalien, die dabei in die Erde und somit auch ins Grundwasser gepumpt werden würden, würden unbedenkliche Stoffe wie Calciumcarbonat oder Stärke verwendet werden. Diese Methode des Biofrackings würde zwar dazu führen, dass die Giftstoffe nicht in die Umwelt gelangen, allerdings sind wir da wieder bei der Problematik von früher. Fracking ist noch immer weniger rentabel als normale Gasgewinnung. Fracking würde trotzdem bis in die 2030er brauchen, bis wir wirklich die Gasvorkommen erschließen können. Die Technologie ist allerdings trotzdem relevant, denn die gleiche Technologie kann man auch verwenden, um Geothermie, also Erdwärme, zu nutzen. Denn mit der Technologie kann man heißes Wasser aus tiefen Gesteinsschichten gewinnen und dieses heiße Wasser eben zum Wärmen, zum Heizen und für vieles andere verwenden. Das wäre natürlich, nachdem das heiße Wasser kein CO2 oder auch kein Methan oder andere Treibhausgase freisetzt, wäre es sehr viel klimafreundlicher. Und deshalb hat auch die OMV große Pläne für die Geothermie, denn sie soll 8 bis 9 Terawattstunden bis 2030 dann bringen. Und damit kann man auch viel beim Heizbedarf dann decken. Es freut mich, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt, denn damit leistet auch ihr einen Beitrag, dass ihr euch eine faktenbasierte Meinung bildet
Und wenn ihr mich und meine Arbeit weiterhin unterstützen wollt, würde es mir sehr helfen, wenn ihr dem Video ein Like gibt, meinen Kanal abonniert und auch kommentiert, denn mich würde interessieren, was ihr zu dem Thema denkt und vor allem, wie ihr die Energiezukunft von Österreich seht.